Dafür könnt ihr keine Entschuldigung finden. Wenn jemand wirklich denkt, da passieren Straftaten, dann ist das meiner Meinung nach unterlassene Hilfeleistung. Und dieser eine Punkt lässt die ganze Geschichte von Kayla wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Hallo liebe Freunde, heute möchte ich gerne eine E-Mail mit euch teilen, die ich bekommen habe. Eine sehr ausführliche E-Mail mit vielen weiteren Hinweisen zum Fall Rammstein. Vielen Dank für eure Mühe. Ich lese die wirklich alle. Ich kann nicht alle verwursten und manche Details habe ich auch schon, aber es ist nichts umsonst. Wenn ihr mir schreiben wollt, schreibt mir gerne at maximilian@casanovacoaching.de. Casanova Coaching ist mein Coaching-Business, also wenn ihr noch Single seid und keine Frau habt, dann checkt mal gerne die Links in der Beschreibung ab, dann kann ich euch da gerne unterstützen. Ich möchte es einfach mal mit euch teilen, macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Es sind einige sehr interessante Punkte da, manche Sachen kennen wir schon und manche sind auch Handlungsanweisungen an mich, wo ich dann auch noch weiter auf diesem Kanal eingehen werde. Deswegen abonnieren und Glocke nicht vergessen, denn ich bleibe an dem Fall auf jeden Fall für euch dran. Lieber Maximilian, aus den verzweifelten Suche nach einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Till Lindemann bin ich, entschuldige bitte, eher zufällig auf deinen Kanal gestoßen. Als 48-jährige, politisch eher linksorientierte Frau mit Migrationshintergrund gehöre ich eigentlich nicht zu deiner potenziellen Zielgruppe. Umso spannender, dass ich doch offen eingestehe, in sehr vielen Punkten mit dir übereinzustimmen. Ja, meine Liebe, ich finde es total toll, dass du bei mir auf dem Kanal bist, denn ich bin... Nicht auch, wenn man mich so gerne diffamiert. Also ChatGPT übrigens nicht. Auch sehr interessant, kann man ja mal testen. Ist Maximilian Pütz rechts oder rechtsextrem? Ist auch nicht der Meinung, dass ich rechts bin. Aber viele aus der linken Bubble sind der Meinung, dass ich ein ganz böser Sexist und Rechter bin. Ist mir auch irgendwie scheißegal. Nennt mich rechts, nennt mich Sexist. Ich weiß, wer ich bin. Und um es mit den Worten von dem großen Philosophen Asitoni zu sagen, ich bin der liebste Mensch. Ich bin der liebste und beste Mensch. Aber sobald ich merke, es geht um die Fickerei, da... Deswegen juckt mich das auch nicht. Ich freue mich über jeden, über jede Frau, über jeden Linken, über jeden Rechten. Hier, jeder ist willkommen. Und irgendwie sage ich ja, in der rechten Bubble sind die Leute halt einfach ein bisschen früher aufgewacht, als vielleicht viele von euch, die links sind oder ehemalig links. Vielleicht dauert es bei euch noch ein bisschen länger, dass ihr merkt, wer die wirklichen Autoritären sind, wer die wirklichen Leute sind, die die Demokratie hier gerade untergraben und abschaffen. Danke also für deinen differenzierten, kritischen und selbstreflektierten Umgang mit der Thematik. Ein Umgang, den ich eigentlich im öffentlichen Diskurs und vor allem von einer finanzierten Medienanstalt erwartet hätte. Ich muss also leider zugeben, also ich dachte, ich bin hier der böse Sexist und ich bin so einseitig. Komisch, dass aber eine linke Frau mit Migrationshintergrund das nicht so sieht. Vielleicht seid ihr auch die Verstrahlten? Vielleicht seid ihr auch die durchgepeitschten, liebe Hate-Kommentatoren? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Vielleicht geht ihr da nochmal in euch. Ich muss leider zugeben, dass auch ich mittlerweile von der öffentlichen Debatte maßlos enttäuscht bin. Und das, obwohl ich mich nicht mal als großer Rammstein-Fan bezeichnen würde. Allerdings macht es mich sprachlos und auch etwas traurig, dabei zuzusehen zu müssen, wie das gesamte Lebenswerk eines weiteren Mannes systematisch und zielgerichtet zerstört wird und auf komplett zweifelhafter und bisher nicht bewiesener Grundlage. Und egal, wie die Gerichte entscheiden werden, der Ruf von Till Lindemann ist zerstört. Ja, das sage ich auch immer wieder. Und genau deswegen muss das Strafrecht nicht dahingehend angepasst werden, was sicherlich kommen wird. Ich sag euch das. Das war genauso wie bei Gina Lisa-Lofing. Da steht eine Agenda hinter und das Ziel dahinter ist immer weniger Freiheit für die Menschen und mehr Kontrolle für den Staat. Also sie werden jetzt irgendwelche neuen Gesetze sich aus dem Hut zaubern, die es Männern noch schwieriger machen oder allgemein Menschen schwieriger machen, sich frei auszuleben. Das wird dahinter stehen, denn es macht ansonsten keinen Sinn. Das wird dabei rauskommen. Nachdem ja unter anderem bei Luke Mockridge und sogar bei dem bösen Julian Reichelt wohl nicht funktioniert hat, ist jetzt Till Lindemann als MeToo-Täter gefunden. Naja, gut, was hat nicht funktioniert? Also Reichelt zumindest hat seinen Job bei der Bild los. Ne? Also das ist ja der Ding, das Dreckwerfen reicht ja schon. Also wir müssen wirklich da jetzt langsam reden über Strafen für Falschanzeigen. Das ist wichtig, dafür müssen Männer und Frauen einstehen. Und liebe Frauen, die den Kanal verfolgen, ich weiß, das ist immer ein bisschen noch schwieriger für euch zu erkennen, weil da ist natürlich die Empathie auch auf der Frauenseite. Aber seht's bitte mal von der Seite. Ihr schadet damit der ganzen Sache wirklich auch mit diesen Falschbeschuldigungen. Weil es führt einfach dazu, dass euch immer weniger Menschen glauben, wenn dann wirklich mal was ist. Und das kann man keinen vergönnen. Das ist bei mir auch so. Ganz klar, gebe ich offen zu.
dass ich dann einen Bias habe mittlerweile, dass wenn ich so eine Geschichte höre, ich erstmal sage, ja, nee, glaube ich nicht. Aber warum? Weil die Geschichte mir einfach recht gegeben hat in den meisten Fällen. Ja, oder in allen Fällen, die groß durch die Medien gegangen sind. So, und deswegen müssen auch Frauen dafür einstehen und dafür kämpfen, dass Frauen hart bestraft werden und nicht mit so ein bisschen auf den Finger gehauen und 500 Euro, die nachweislich, es geht nur Leute, es geht nicht darum, wo jetzt hier Aussage gegen Aussage und dann weiß man nicht und dann, sondern es geht darum, wenn wirklich eine Frau nachweislich gelogen hat, um einen Mann mit Dreck zu bewerfen, dann ist mein Vorschlag, sollte sie genau die gleiche juristische Strafe bekommen oder vielleicht 80% davon, was demjenigen geblüht hätte, der praktisch dieses Verbrechens angezeigt wurde. Weil das soziale Stigma wird sie sowieso nie kriegen. Das ist egal, auch guckt euch bei Gina-Lisa Lohfink oder sonst was an oder Amber Hart, die hat danach noch ihre Hollywood-Filmchen abgedreht, das war überhaupt gar kein Problem für Hollywood, wobei Johnny Depp schon vorher gecancelt wurde. Und das Schlimme ist, es wird ganz sicher nicht dabei bleiben. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mich mit der Thematik näher auseinandergesetzt habe und den Vorfall auch weiter verfolge. Anlei lasse ich dir nur ein paar Gedanken, Anregungen und Infos zukommen, die dir eventuell bei deiner weiteren Auseinandersetzung und Recherche mit dem Thema weiterhelfen könnten und hoffe, das ist okay, wenn ich dir das einfach zusende. Das ist nicht nur okay, meine Liebe, das finde ich super. Also richtig aufgearbeitet hier die E-Mail. Ich teile sie ja nicht, weil ich keine persönlichen Details von euch teilen möchte. Einfach sehr hervorragende Arbeit hier. Shelby hat Elina Makeva eigenständig kontaktiert und nach einem Zugang zur Row Zero Aftershow Party angefragt. Screenshot im Anhang und hier die Quelle auf Shelbys Instagram-Profil. Also den Screenshot, den blende ich euch dann hier ein. Und jetzt kommen ein paar interessante Details. Dann wollte ich nochmal kurz auf das angebliche Rekrutierungssystem für Till eingehen. Es ist im Social Media bzw. Social Influencer Marketing eine gängige Praxis, Influencer zu Promotion-Zwecken für größere Events einzuladen. Teilweise werden dazu auch spezielle Partys nur für Influencer organisiert, die dann im Rahmen einer größeren Veranstaltung stattfinden. Eine Influencerin wie Kayla Shikes, die ja erwiesenermaßen gerne und häufig auf irgendwelchen Promi XYZ-Partys abhängt, ist diese Praxis mit ziemlicher Sicherheit vertraut. Im öffentlichen Diskurs rund um Till Lindemann wird diese gängige Marketingmethode aktuell dann so dargestellt, als würden die Leute rekrutiert werden. Infos zum Social Influencer Marketing zum Beispiel hier. Auch da Link, ich packe euch die Links alle in die Beschreibung, wenn ihr euch das gerne angucken möchtet. Zu Kayla möchte ich noch sagen, dass sie in einem ihrer Videos ganz offen sagt, dass sie alles für Geld machen würde. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Und dass sie unter Daddy-Issues leidet. Ja, da hast du mein Daddy-Issues-Video wahrscheinlich verpasst. Dazu habe ich eine eigene Reaktion gemacht. Findet ihr auch hier verlinkt. Der YouTuber Ronin Dimension hat hierzu auch schon einige Videos gedreht. Dieser hier. Victim Blaming? Für mich ist das eher unterlassene Hilfeleistung. Gerade dann, wenn sie dann angeblich so viele Sorgen um die Mädchen gemacht hat und dann nach der angeblich extrem traumatisierenden Situation erstmal auf die offizielle Aftershow-Party gehen muss. Ja, das ist auch mein härtester Punkt, den mir bis jetzt auch noch keiner beantwortet hat. Also schreibt das auch immer wieder respektvoll in die Kommentare von Rezo und Kayla und den ganzen NPCs da draußen, die alle die gleichen Müll labern. Das passt einfach nicht. Dafür könnt ihr keine Entschuldigung finden. Wenn jemand wirklich denkt, da passieren Straftaten, da sind Frauen einer Gefahr ausgeliefert, dann ist das meiner Meinung nach unterlassene Hilfeleistung. Und das ist dieser eine Punkt, lässt die ganze Geschichte von Kayla wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Das kann mir kein Mensch erklären, dass man die Angst da so groß ist, an die Öffentlichkeit zu gehen. Dann gehst du halt zur Polizei, dass du denkst, ach ja gut, dann werden halt die Frauen da vergewaltigt. Dann ist halt so, schade. Ist böse, aber ich habe halt Angst, zur Polizei zu gehen. Da machst du einen anonymen Tipp oder sonst was. Leute, das ist so ein Bullshit. Ihr werdet so manipuliert und ihr merkt es noch nicht mal. Die ganzen Hater hier in meinen Kommentaren. Ja, was? Wer ist denn hier der Frauenfeind? Der größte Frauenfeind ist Kayla, die einfach mal ein Jahr die Füße stillhält, obwohl ja angeblich sie denkt, da werden reihenweise Frauen vergewaltigt. Leute, echt wirklich. Sie kritisiert in ihrem Video auch, dass sie für die Aftershow-Party mit Till keinen Covid-Test machen mussten. Ist nicht so, dass sie sowieso vor dem Konzert machen musste, um überhaupt einen Zugang zu bekommen? Ja, die Frage habe ich mich auch gestellt. Die anderen Aftershow-Party-Gäste hatten ja auch nur für dieses Event kommen können.
Wenn ihr das Thema doch so wichtig ist, sollte sie dann nicht ihr Geld, das sie mit ihrem Video verdient hat, auch den angeblichen Opfern zukommen lassen oder generell Opfern sexualisierter Gewalt? Ja, Kayla, das ist auch eine valide Frage. Vor allem, weil sie ja genug verdient, auch schon so mit ihren Partnerschaften. Es dürfte ja einiges zusammengekommen sein, denn sie hat das Video ja schon circa eine Woche im Vorfeld angeteased. Völlig selbstlos und nicht aus Monetarisierungslisten versteckt, versteht sich. Ja, und es tut mir echt wirklich... Die ist so kalt, berechnend und ekelhaft. Das ist die ekelhafteste Person, die ich im Internet kennengelernt habe. Genau auch aus diesen Punkten. Genau das würde nämlich die Würde. Und das würde ihr keinen Zacken aus der Krone brechen. Die verdient so viel Kohle mit ihrem Influencer-Scheiß, wenn sie sagen würde, diese alles, was ich mit diesem Video eingenommen, das geht an Hilfsorganisation X. Aber das macht sie nicht, denn sie will euer Geld haben. Und sie casht euch ab und sie nutzt euch aus. Die ganzen Frauen, die da drunter schreiben, oh, so stunning und brave und du bist unsere Heldin und endlich spricht's eine aus. Ja, die spricht eine aus und kriegt dafür 25.000 Euro. Was genau soll eigentlich mit dem Geld aus der Petition passieren? Wird es den beiden Dritten zur Verfügung gestellt, die Lindemann angezeigt haben? Mittlerweile kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass Medienvertreter ihn selbst angezeigt haben, um die Story noch länger ausschlachten zu können. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Denn es ist immer noch eine Anzeige von Dritten. Also keine einzige Frau bis heute, kein Opfer, angebliches Opfer, hat eine Anzeige gegen Till Lindemann gemacht. Was sind das für Opfer? Und kommt mir jetzt nicht mit dem blöden Argument, ja, die trauen sich nicht. Jetzt trauen sie sich doch angeblich. Jetzt sind sie doch alle rausgekommen. Wo sind die Anzeigen der ganzen Opfer von Till Lindemann? Warum gehen die nicht zur Polizei? Jetzt, wo die ganze Welt sagt, oh, stunning und brave und Applaus. Erklärt es mir bitte. Medienunternehmen haben ja im Endeffekt auch nicht die Motivation, einen Sachverhalt wahrheitsgemäß aufzuklären, sondern in erster Linie sind Wirtschaftsunternehmen, die aus ökonomischen Zwecken handeln. Das vergessen wir beim täglichen Medienkonsum sehr häufig, denn wir gehen davon aus, dass Wahrheitsfindung der Fokus einer Medienberichterstattung ist und nicht Geschichte aus dem Polanergarten. Ja, Gott sei Dank immer weniger Leute. Gott sei Dank. Entschuldige bitte den Roman, vielleicht ist was Nützliches dabei, ansonsten einfach ignorieren. Anfang Juli fahre ich übrigens nach Berlin, um dort ein paar Tage Urlaub zu machen. Zu dem Anlass habe ich mehrere Rammstein-T-Shirts gekauft, damit ich täglich wechseln kann. Klingt postpubertär, ist es auch. Liebe Grüße. Ja, meine Liebe, vielen Dank für deine E-Mail. Ich packe euch die Quellen alle in die Beschreibung. Gerne den Kanal auf Patreon unterstützen oder ansonsten, hier ist noch so ein Spendenlink, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dass ich die Kosten ein bisschen reinhole. Und dann sehen wir uns am nächsten Video. Und dann hier nicht vergessen und drückt mir die Glocken. Bis dann. Ciao.